guten Weg in Richtung Finale mit 21:46. Dahinter Luca Winter 22:18. Johann Schlotthofer 22:20. Luis Hertel 22:26. Und Julian Demel. Zurück beim Hammerwurf. Beim drittplatzierten Max Beyer. Nee, die Weite von Max Beyer ist zwar noch nicht eingetragen, aber wir schauen direkt rüber zum Führenden, Timo Portz. Und auch das nochmal ein richtig guter Versuch hier. Weit über die 65-Meter-Marke. Ein richtig erfolgreicher Athlet. Deutscher U18-Meister in Ulm geworden im gleichen Jahr. Siebter der U18-EM in Jerusalem. Und der einzige Athlet, der die Norm für die U20-Weltmeisterschaft in Lima bereits abgehakt hat. 68,52 und Anna Hissinger, 4,15. 68,52. Also ein guter Versuch, aber noch keine Verbesserung für Timo Port. Wir gehen gleich in den fünften Durchgang. Den darf Ricardo Winkelfoss eröffnen.